Herzlich willkommen zurück zum Horse Friends Podcast. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber in der Therapeutenwelt, in meiner Welt, geht es in den letzten Jahren ganz viel um das Thema Faszien und um das Thema Trauma. Heute habe ich die wunderbare Julika Valentina zum Gespräch eingeladen. Und Julika ist Expertin für neurozentrierte Körperarbeit, Achtsamkeit und Überraschung, Trauma. Da fließen die beiden Themen also zusammen und wir beide haben uns mal darüber ausgetauscht, was Trauma eigentlich ist, wie man das einsortieren kann und euch geholfen, so ein bisschen durch den Dschungel an Begriffen durchzufinden. Ich hoffe, du genießt das Gespräch mindestens genauso, wie ich das getan habe. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Anhören. Hallo, liebe Julika, schön, dass du heute bei mir im Podcast bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich da bin. Ich freue mich. Julika, du bist, oh, wir haben uns da vorhin drüber unterhalten und ich kriege diesen Satz wahrscheinlich gar nicht alleine raus. Du bist Expertin für neurozentrierte Körperarbeit. Ja, genau so ist es. Ich habe mich ganz viel in meinem Leben mit Trauma und mit Stress beschäftigt und ich sage immer ganz gerne, ich bin Expertin für Trauma, für neurozentrierte Körperarbeit und für Achtsamkeit. Also für alles, was wir vielleicht mit in den Sattel nehmen, was uns auch vielleicht nicht bewusst ist. Wow, Geht ja. um Altlasten. Es geht um Altlasten, ja. Es ist ein riesengroßes Thema, ne? Ja. Ja. Ich habe vor vielen Jahren, ich habe ein paar Jahre in Schweden gelebt und da an einer Akademie gearbeitet. Da haben wir schon mit einer Schülerin von mir, die biodynamisch arbeitet, Kurse gemacht zum Thema Sitz und Psyche. Spannend. Als wir beide in Kontakt gekommen sind, konnte ich mir also sofort so ein bisschen vorstellen, in welche Richtung deine Arbeit geht. Und deswegen finde ich das Thema auch so großartig und so wichtig und so spannend und freue mich total, dass du heute bei mir im Podcast bist, dass wir dieses Thema einer etwas größeren Masse zugänglich machen können. Erzähl doch mal so ein kleines bisschen, wie du mit dem Thema an sich überhaupt in Kontakt gekommen bist. Das ist ja jetzt nichts, wo man auf der Straße drüber stolpert. Nee, tatsächlich nicht. Es hat ganz viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Und ja, ich kann eigentlich sagen, die Pferde haben mich dahin geführt, das zu fühlen, dass ich was machen muss. Es gab so einen Moment, als ich ja, so Mitte 20 war, wo ich, glaube ich, alles optimiert hatte, was man so optimieren kann bei meinem Pferd. Also die Haltung, die Fütterung, das Equipment. Ich habe wahnsinnig viel Unterricht genommen bei unterschiedlichen Trainern, in unterschiedlichen Disziplinen. Also ich war, glaube ich, wirklich so ein Vorbild-Pferdehalter-Reiter. Bin aber irgendwie auch, habe dann irgendwann gemerkt, ich bin fast in so einem Aktionismus gefangen und in so einem Optimierungswahn, vielleicht könnte man es so sagen. Das hat sicher auch damit zu tun, dass ich ein bisschen perfektionistisch veranlagt bin. Arbeite mich da gerade raus. Und irgendwann gab es einen Moment, und es war wirklich so ein Novemberabend, draußen stürmisch, nass und neblig. Und ich saß auf meinem Pony und es war gerade irgendwie, der Zahnarzt war gerade da gewesen, der Sattler war gerade da gewesen, der Hufschmied war gerade da gewesen. Also es war alles so optimiert und ich habe einfach gefühlt, es fließt nicht. Und es kam wie so eine Welle. Das hat mich super traurig gemacht. Und ich weiß noch, ich habe die Zügel fallen lassen. Ich bin in die Mitte vom Zirkel. Ich habe mich da einfach hab angehalten und so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie mir wirklich mega die Tränen einfach aus den Augen flossen. Und es hörte gar nicht mehr auf. Und mein ganzer Körper hat so eine tiefe, tiefe Traurigkeit, dass bei allem, was ich tue, es irgendwie trotzdem nicht fließt. Und ich habe in dem Moment es nicht greifen können. Es hat mich unglaublich hilflos gemacht, auch wütend, also weil ich doch schon so viel gemacht hatte. Es gab auch so ganz viel Frust. Ich war Mitte 20. Aber irgendwie gab es auch so eine Stimme in mir, die gesagt hat, jetzt, da kümmere ich mich jetzt drum, weil noch besseren Sattel gibt es gar nicht. Und noch
Also ich war so am Ende dessen, was ich sonst noch hätte tun können. Und ich habe gemerkt, oh, vielleicht muss ich was ganz, ganz anderes tun. Und diese eigene Erfahrung und letztendlich auch wirklich dieser Novemberabend haben mich in die moderne Traumaforschung geführt. Und ich habe infolgedessen ganz, ganz viel darüber verstanden, dass wir ein Körpergedächtnis haben und dass dieses Körpergedächtnis alles speichert. Und ich wusste zu dem damaligen Zeitpunkt, dass mir ganz schön viel passiert ist. Also ich würde mich als klassisch traumatisiert beschreiben, auch aus der Kindheit. Ich habe also wirklich tatsächlich einige Dinge dieser großen Dinge erlebt, die man vielleicht auch so als traumatisch beschreiben würde. Unter anderem sexuelle Übergriffe. Ich habe emotionale Kälte erlebt, sehr viel Wut. Also gab es da auch viel, das wusste ich schon. Auf dieser Reise habe ich aber verstanden, dass tatsächlich auch noch viel mehr in meinem Körper sitzt, was ich gar nicht Trauma so zugeordnet hätte. Und in meiner Arbeit heute spreche ich immer ganz viel darüber, was Schocktrauma ist. Schocktrauma sind diese großen Erlebnisse, Unfälle oder andere Dinge, die Menschen erleben, die wirklich einen in einer Art Schockzustand auch hinterlassen, den man vielleicht auch so schnell gar nicht los wird, weil das System ja wirklich so einen Shutdown hat und einen Annahmeschluss macht. Das Nervensystem einfach wirklich sagt, ich, also, das Geht nicht mehr, ne? geht nicht Information mehr. Overload, ja. Genau, Information Overload. Und das andere, was aber ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich nochmal in Richtung von Bindungstraumata zu gucken. Und Bindungstraumata entstehen immer dann, wenn in der Kindheit das Gefühl entstanden ist, ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Ich bin falsch. Und daraus wird dann oft ein, ich bin, es ist nicht sicher, ich zu sein. Und diese Art der Konditionierung könnte man fast schon sagen, die trägt sich oft bis ins Erwachsenenalter, obwohl ja letztendlich die bedrohliche Lage gar nicht mehr da ist. Und ich glaube immer, dass wir wirklich, also der Körper war bei allem mit dabei. Der erinnert sich, ja. Der erinnert sich, der Körper erinnert sich und der erinnert sich im Zweifel eben auch viel mehr als der Kopf, weil es ja viel Traumata auch geben kann, die vor der Erinnerung sind, also vor dem dritten Geburtstag. Man sagt ja so, um den dritten Geburtstag ist mehr oder minder diese erste Erinnerung, die man an seine Kindheit hat. Und alles, was davor passiert in der Kindheit, aber vielleicht auch bei der Geburt oder schon im Mutterleib, ist Prägung und das ist was, was wir mitbringen. Und ich glaube zutiefst daran, dass es eben auch Themen sind, die wir mit in den Sattel nehmen und die diesem Reitprozess, diesem Flow im Weg stehen Ja. können. Und das ist, wo meine eigene Geschichte ganz eng verknüpft ist mit dem, was ich heute tue und warum ich so eine große Leidenschaft entwickelt habe für vielleicht, denkt man erstmal so ein schweres Thema. Also gerade so in der deutschen Sprache ist ja bei Trauma, habe ich manchmal das Gefühl, bei dem Wort Zucken alle zusammen. zucken alle zusammen, vielleicht nicht alle, aber doch viele. Und ich werde gar nicht müde, immer wieder auch zu erklären, dass das Trauma eben auch klein sein kann, dass Trauma auch unbewusst sein kann, und dass ganz viel Potenzial, ganz, ganz viel Potenzial darin liegt, es zu bearbeiten. Und das ist so mein eigener Weg gewesen in den letzten, ja, Jahrzehnten, kann man schon sagen, wirklich das aufzuarbeiten und aus einem eher fremdgesteuerten Lebensgefühl mit viel reagieren und ich sage auch mal so ja, Angst- oder triggergesteuerten Sicherheitsmaßnahmen in meinem Leben. Also ich hatte mir so ein Leben aufgebaut, in dem war ich sicher und von außen, glaube ich, hätte jeder gedacht, ich bin eine glückliche junge Frau. Aber das war wie so ein Kartenhaus. Und ich habe das auch gefühlt, dass das ein Kartenhaus ist, weil ich wusste, wenn ich einen Schritt mehr nach rechts oder nach links mache, dann ist dieses Sicherheitsgefühl weg und dann Weg. strauchel ich ganz schön. Und es hat mich sehr unfrei gemacht und letztendlich eben auch im Reiten, und das hat mein Pony mir gespiegelt, dass es eben nicht an der Optimierung oder an dem Sattel lag, ja, sondern dass es an meinem Becken lag, an meinen Adduktoren, an dem, was für eine chronische Verspannung ich in meinem Körper hatte, dass mein Pferd bei all der Optimierung sich im Prinzip nicht frei unter mir bewegen konnte. Und das natürlich dann auch körperlich, mental, emotional gezeigt hat und wir dadurch nicht so in diesen
Dialog gekommen sind, der wirklich so in der Tiefe stattfinden kann, der vielleicht auch so zum Ziel hat, eins zu sein und in diesem Flow zu sein und verbunden zu sein. Ja, das ist meine ganz, ganz große Leidenschaft, Wissen über Trauma in die Welt zu bringen, gerade eben in die Reiterwelt, um Menschen mehr wieder in die Verbindung zu bringen und in den Kontakt, damit Freude und Leichtigkeit entstehen kann und auch so eine Selbstbestimmung, also mehr ein Agieren statt eines Reagierens und ein sich zutrauen, aufs Bauchgefühl zu hören, auf das eigene und das Gefühl zu haben, ich bin richtig so, wie ich bin und es ist sicher, ich zu sein. Weil ich glaube, dass wir dann auch als Pferdemensch, auch als Reiter bessere Entscheidungen treffen für uns und für unsere Pferde. Auf jeden Fall, da bin ich ganz bei. Als du das gerade so erzählt hast, war mein erster Gedanke, als du von dem Thema Selbstoptimierung gesprochen hast oder Optimierung auch im Hinblick auf das Pferd, das hört sich unglaublich anstrengend an. Ja. Und ich glaube, diese Anstrengung passt auch zu diesem Überlebensmodus, in dem man steckt, weil ein traumatisierter Körper und ein Nervensystem, was sozusagen immer noch in einem Alarmzustand ist, also die erste Priorität ist einfach das Überleben sichern. Und das heißt, es gibt immer eine Art Flucht nach vorne. Und jede Anstrengung wird auch in Kauf genommen. Das Problem ist, dass auch neurochemisch, man kann sich das ganz gut vorstellen, das System eigentlich nicht mehr zur Ruhe kommt. Und dann können eben so ganz viele Nebeneffekte entstehen, wie Schlafprobleme, Konzentrationsprobleme, eine flache Atmung, ein hoher Muskeltonus, viel Verspannung, viel Blockaden auf körperlicher Ebene. Aber wenn wir mental, emotional gucken, kann es genauso dieses Gefühl geben von, mein Fass läuft jeden Moment über. Es gibt eine Art Aggressivität, es gibt eine Art Wut. Man hat das Gefühl, man kann nicht mal sowas ein bisschen mitschwingen und denken, naja, ist jetzt nicht so meins, aber okay. Sondern man hat das Gefühl, man ist sofort eigentlich immer so durch die Decke. Und diese fehlende Gelassenheit, sage ich mal, des Systems auf allen Ebenen, also das Loslassen, ich glaube, das fehlt ganz oft auch den Pferden, weil für mich sind Pferde wirklich so Körperwesen, die kommunizieren ja wirklich auch ganz viel mit dem Körper und mit dem, wie wir ihnen begegnen. Und wenn so ein Körper eben ja viel Trauma in sich trägt, dann kann das einfach, glaube ich, diesem Dialog auch im Weg stehen. Das glaube ich auf jeden Fall. Wir haben beim Pferd viel mit meiner Freundin Frauke hier aus Tromsø. Die ist Professorin für, oh Gott, jetzt sage ich das wieder falsch, Biopsychologie, Neurobiopsychologie, irgendwie sowas, was Wichtiges. Die spricht immer von dem Verica-Prinzip und ich mag das eigentlich sehr gerne, dieses Bild, ne, weil es sehr einfach zu übernehmen ist. Das Fass läuft irgendwann über, irgendwann ist es voll. Ich frame das mal so ein bisschen, weil du da so viele wichtige Informationen eigentlich raushaust, die, glaube ich, für Leute, die sich noch nicht so viel mit dem Thema beschäftigt haben wie du oder auch wie ich, ein kleines bisschen Information Overload ist. Du sprichst von verschiedenen Ebenen von Trauma oder von verschiedenen Arten von Trauma und sagst, das eine sind die großen Events, das ist, ich bin mit dem Flugzeug abgestürzt, ich habe vielleicht Gewalt in der Familie erlebt, ich weiß nicht, was mir da passiert ist, da gibt es ja verschiedene grausame Möglichkeiten, die einfach so ja, starken Einfluss auf dein Leben haben können. Und das ist ja das, was wir erstmal mit Trauma verbinden, wenn wir das Wort hören. Aber es gibt auch das, was im normalen Leben einfach so passiert, ohne dass es dieses und ja, dieses große Ding ist. Und oft sind wir uns gar nicht darüber bewusst, dass das nachhaltigen Einfluss auf uns hat. Magst du dazu noch ein paar Worte sagen? Ja, total gerne. Also man kann davon ausgehen, dass alles für unseren Organismus von Kopf und Körper, also alles, was wir sind, als traumatisch erlebt wird in also alle Momente, wo unser Bewältigungsmechanismus keine Antwort mehr hat. Und ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, um mal da so ein Bild zuzumachen. Und für mich ist das tatsächlich so. Wenn ich im Supermarkt bin und ich stelle mich an und an der Kasse und will bezahlen und es drängelt sich jemand so recht frech vor, dann hat mein Organismus zwei Möglichkeiten. Flüchten oder kämpfen. Das,
Ja. Das ist eine innenliegende Antwort, die mein System mir vorstellt. Und vorher, bevor ich mich entscheide für Flucht oder für Kampf, habe ich im Zweifel einen kurzen Moment der Sprachlosigkeit. Und vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Es gibt so ein so, hä? Was macht der denn da? Es ist so kurz so eine Sprachlosigkeit. Und das ist das, wenn unser Organismus kurz sagt, hä, wie reagiere ich denn da drauf? Das ist außerhalb der Norm. Da passiert was, da muss ich kurz überlegen, was ich mache. Und das ist schon so dieser erste Moment, wo man könnte sagen, der Kopf und der Körper nicht eine direkte Antwort hat. So, es gibt kurz Erstarrung. Und dann eben die Überlegung Flucht oder Kampf. Und das ist total spannend und das kann jeder für sich auch mal überprüfen, was für ein Typ er vielleicht auch eher ist. Also schiebe ich noch mal weg und rede mir selber auch ein, ich brauche sogar noch Milch und entziehe mich sogar mit einer Art eigener Lüge der Situation und mache für mich eine eigene Wahrheit draus und denke so, nee, ist ja auch super, wenn ich noch einen zweiten Liter Milch mitnehme und entziehe mich komplett und mache vielleicht sogar noch eine Story dazu, damit sich es auch noch gut anfühlt. Ja, die Geschichte, die du dir selber erzählst, ne, um dich zu rechtfertigen. Ja, sehr schön. Ne, weil nur so umdrehen und weg ist ja so ein bisschen schambesetzt, so, oh Mann, jetzt lasse ich hier einen sofort, ne, so dieses, man, also dieses Fluchtverhalten ist ja ein emotionales Verhalten, in dem man eben dann nicht so in den Kontakt will, im Zweifel auch nicht mit sich. Und deswegen erzählt man sich dann vielleicht auch, dass es noch total praktisch ist, das und das noch zu holen, um sich wieder neu anzustellen. Man taucht auch erst ein paar Minuten später wieder auf. Das wäre so ein klassisches Fluchtverhalten. Ne, am liebsten taucht man vielleicht auch dann erst wieder an der Kasse auf, wenn man sicher ist, dass der sich vorgedrängelt hat, schon draußen ist. Der ein oder andere kann das spannend, vielleicht nachvollziehen. Ja, spannend. Dass ja. es also noch nicht mal die Möglichkeit gäbe, über einen Blickkontakt irgendwie Stellung zu nehmen zur Situation. Das wäre so ein pures Fluchtverhalten. Jemand, der am anderen Ende des Ladens wartet, bis gefühlt der sogar vom Parkplatz mit dem Auto runtergefahren ist. Der ist schon zu Hause angekommen, genau. Den habe ich schon ausgetrunken. Genau. Und er ist okay, jetzt traue ich mich neu. Das wäre so klassisches Fluchtverhalten. Und das kann eben körperlich sein. Ich entziehe mich körperlich aus einer Situation oder ich entziehe mich mental, emotional. Es kann auch in einem Streit zum Beispiel bedeuten, ich harmonisiere. Ich ziehe meine Sätze zurück. Ich sage, ach, weißt du, vielleicht haben wir uns hier auch missverstanden. Ja, das könnte auch ein Fluchtverhalten sein. Wenn man merkt, es kocht hoch. Entschuldigung, beim Hund habe ich immer, oder wir hatten einen Hund, der das immer ins Fiddling, also in diese soziale Interaktion umgebaut hat. Das gibt es bei Menschen auch, nicht wahr? Ja, das gibt es bei Menschen auch, genau. Also da würde man sagen, das ist dann nicht klar, das kann dann auch Fluchttendenzen haben, aber es könnte auch Fawn sein. Also so ein bisschen das, was als Rehkitz-Prinzip beschrieben wird, wenn Menschen überfreundlich werden. Wenn sie so freundlich sind, dass man sie nicht mehr greifen kann. Das Ja, ist auch genau. Eine Art von Fluchtstrategie, ganz genau. Und die kommen dann gar nicht mehr dazu, sich an den Tisch zu setzen, sondern die holen dann den dritten Kaffee und bringen dir noch Plätzchen und noch eine Tafel Schokolade oben drauf oder so. Komplette Kontaktvermeidung eigentlich. Ist auch eine Flucht nach vorne, aber anders. Genau, ja, genau. Wenn wir zurück in den Supermarkt gehen, dann ist eben die zweite Möglichkeit Kampf. Kampf würde in dem Moment ja nicht wirklich Kampf bedeuten, sondern Kampf würde in dem Moment bedeuten, zu sagen, hallo, Moment mal, ich glaube, ich stand hier schon, hier mal schön hinten anstellen. Das wäre eine Konfrontation. Das heißt also, das wäre ein einfaches Beispiel dafür, wo der Bewältigungsmechanismus von Kopf und Körper für eine Alltagssituation kurz nicht weiß, was er tun soll und dann sagt, okay, Flucht oder Kampf. Und Was das Trauma mache ich jetzt? passiert im Endeffekt durch die, oder das, was der Körper speichert, ist dieser Moment der Hilflosigkeit. Die Schockenergie. Der Moment Das ist der die Schockenergie. Hilflosigkeit. Ganz Genau. Ganz Ich genau. glaube, das ist das, was wir ganz klar machen müssen. Es ist dieser Moment des, ich halte die Luft an, ich weiß eigentlich gerade nicht, mein System weiß nicht, wie es reagieren soll. Genau, das und ist das. bei so einem harmlosen Beispiel wie beim Supermarkt weiß man jetzt ja, dass im Zweifel mit, egal ob Flucht- oder Kampfstrategie, die Auswahl nicht gefährlich wird. Weißt du, wie ich das meine? Also das gibt ja andere Lebenssituationen, wo es auch einen Preis hat, die eine oder andere Richtung einzuschlagen. Man kann davon ausgehen, dass ein Organismus aus sich heraus immer erst versuchen wird zu flüchten. Körperlich oder mental. Also immer erst harmonisieren. Das liegt ganz tief in unserer DNA.
weil das Gehirn will ja das Überleben sichern. Wir wollen überleben, ja. Das Überleben ist in der Gruppe sicherer als alleine. Also würde eigentlich immer versuchen, der Organismus zu gucken, geht es irgendwie, können wir es noch harmonisieren, können wir es noch retten? Das heißt, ne, und Flucht ist auch weniger gefährlich für den Körper im Sinne von Verletzungen im Zweifel. Mhm. Das heißt also, Flucht ist immer die erste Antwort eigentlich. Und die zweite wäre, wenn Flucht nicht erfolgreich ist, Kampf. Und wenn Flucht und Kampf nicht erfolgreich sind, dann kann es eben sein, und wir sehen das im Tierreich, dass es Tiere gibt, die sich totstellen können, die dann wirklich sich rausziehen und erstarren und das eine neue Art von Überlebensstrategie ist. Und genau, und das gibt es im Prinzip bei Menschen auch, es nennt sich dissoziativer Zustand. Man weiß es ja auch zum Beispiel von Unfällen, dass Menschen beschreiben, dass sie den Unfall plötzlich von außen gesehen haben. Von außen erleben. Genau, oder dass sie auch nicht gespürt haben, dass sie ganz stark verletzt waren, dass ihnen vielleicht sogar ein Bein gefehlt hat oder dass sie ganz stark geblutet haben. Ne? Das hat auch damit zu tun, dass es so einen Reflex gibt eben im Körper, der sich, also sich, des sich rausziehens. Und wenn, und das ist meine Erfahrung wirklich aus Jahrzehnten Arbeit mit traumatisierten Personen, wenn der Organismus einmal gelernt hat, dieses Tool des sich rausziehens, wird das im Alltag noch ganz viel eingesetzt, in ganz harmlosen Situationen. So ein wie, ich fühle immer erst so ein bisschen spät, dass ich müde bin, hungrig bin, durstig bin. Also Menschen, die vergessen zu essen, zu trinken, gut für sich zu sorgen, die sich nicht gut fühlen können, dahinter kann eine verschleppte Dissoziation sozusagen stecken, dass jemand einfach sich so ein bisschen aus dem Körper rausgezogen hat. Und das kann so in so Körperfunktionen sein, nicht zu merken, warm, kalt, ne, müde, Hunger. Aber das kann auch emotional, mental sein, dass man erst am Abend merkt, dass ein Gespräch, was man am Vormittag geführt hat, für einen selber irgendwie nicht gut war. Dass man während des Gesprächs noch so dabei ist und Und dann merkt man so in Folge des Nachmittages und die Stunden vergehen, man denkt so, oh, irgendwie kriege ich so ein ganz komisches Gefühl. Mich beschleicht, dass das irgendwie nicht gut für mich war. Ja. Was ich da gemacht habe, ob es ein Gespräch war oder irgendwas, was man gemacht hat oder organisiert, so egal, dass man immer erst sehr verspätet merkt, dass das fürs nicht gut verdaulich war. Ich spreche immer gerne von guten verdaulichen Dingen und von Dingen, die uns so ein bisschen quer liegen, die nicht gut verdaulich sind. Ja. Und alles, was nicht gut verdaulich ist, setzt im Zweifel unseren Organismus wieder unter Stress kann wieder zu einer Hilflosigkeit führen. Das Problem, und das ist auch, wo es ganz dicht verknüpft ist mit dem Reiten, jemand, der sich nicht gut fühlt, macht natürlich im Alltag nicht die besten Entscheidungen für sich, weil er fühlt sich ja nicht gut. Das heißt, das Nervensystem ist wie ein Teufelskreis, lernt ja immer wieder, ja, irgendwie hat sie wieder nicht so gut getrunken, gegessen, geschlafen, sie umgibt sich mit Personen, die nicht so richtig gut für sie sind, sie reitet Dinge und macht Dinge, obwohl sie ihr Angst machen. Und das Nervensystem sagt so, warum galoppiert sie im schon Wald, wieder? Wenn eigentlich das System schon, ne, genau, warum macht sie das? Warum macht sie das? Und der Reiter kann es vielleicht aber eben nicht gut fühlen und verbindet das nicht damit, sondern denkt, das muss doch jetzt mal funktionieren. Das Wetter ist schön, der Boden ist gut. Es ist nicht so eine knisternde Kälte, wo man vielleicht es nicht machen möchte mit einem spritzigen Pferd. Und denkt, ach, komm, ich mach das jetzt. Aber im Zweifel, das Nervensystem sagt so, was macht sie? Was macht sie? Ja, und oft ist es ja tatsächlich auch so, dass du nicht nur deinen eigenen Körper spürst, sondern vielleicht auch irgendwas im Pferd, was nicht in Ordnung ist. Ja, ja. Ich würde da meinen Schülern immer raten, auf das Bauchgefühl zu hören und dann absolut. Im Zweifelsfall zu sagen. Na, da sind ja oft auch Schmerzgeschichten oder was auch immer im Pferd. Absolut, absolut. Und ich glaube, man kann davon ausgehen, dass, oder ich kann da erstmal so von mir sprechen, dass mein Körper wirklich so traumatisiert war und ich war in so einer Dissoziation. Körperlich, ich konnte auf eine Art das Pferd nicht wirklich spüren. Mhm. Ich habe das versucht, technisch auszugleichen. Mhm. Das ist mir auch auf eine Art ein bisschen gelungen. Aber Timing, sage ich immer ganz gerne, ist beim Reiten ja ein wichtiger Faktor. Also nicht nur zu fühlen. Das könnte man so sagen, ja. Genau. Nicht nur zu fühlen, so was braucht es jetzt? Das ist ja auch schon wichtig, irgendwie mit dem Körper zu wissen, wo ist eine Schiefe oder was ist da gerade im Pferd, wo ist eine Festigkeit, was kann ich fürs Pferd tun,
dafür muss ich eigentlich ja schon richtig gut in meinem Körper wohnen. Aber der nächste Schritt ist ja auch, das zu fühlen und dann auch zu handeln und was vorzuschlagen, eine Hilfe zu geben oder ein Angebot dem Pferd zu machen, zu sagen, komm, wir kümmern uns mal um deine schiefe Schulter. Und dann, wenn man die Frage gestellt hat ans Pferd, zu sagen, hey, guck mal, könntest du vielleicht in der Schulter mal was Neues probieren? Den richtigen Moment auch zu fühlen, da sind wir wieder beim Fühlen, auch sich zurückzuziehen und loszulassen und dem Pferd da auch einen Freiraum zu geben. Und ich glaube, diese Kompetenz des Loslassens, die ist schwer zu leben, wenn man Trauma erlebt hat. Und da ist es, glaube ich, bei dem Punkt tatsächlich ein bisschen egal, ob es Schocktrauma ist oder Bindungstrauma oder eine Mischung. Weil dieses Loslassen, und ohne dass ich weiß, ob das Pferd das jetzt macht, also nicht in der Hilfe zu bleiben und zu warten, bis das Pferd reagiert, sondern so im Vertrauen darauf, dass das Pferd da in der Antwort kommt, schon im Ablassen der Hilfen zu sein. Ich glaube, es ist die größte Kunst, zu wissen, wann ziehe ich mich zurück und sage Ja zum Leben letztendlich. Auch wenn ich noch nicht weiß, ob jetzt der Galoppsprung gleich kommt, so ein bisschen. Und der Körper kann natürlich aber viel losgelassener sein. Und ich glaube, das Pferd kann einen auch viel besser durchbewegen im Sinne eines Bewegungsdialoges, wenn einem das gelingt. Im richtigen Moment eben auch zu sagen, und jetzt du. Ja, ich mag das, ne, dieses Bild, was du da gerade machst. Also, denn darum geht es ja beim Reiten oder auch beim Reitersitz, wenn wir in dem Thema bleiben, dass die Bewegung durch den Körper fließen muss. Genau. Genau. Und wir haben gerade im letzten Buch einen Artikel darüber geschrieben, dass wir gesagt haben, so, du hast verschiedene Phasen in der Entwicklung des Reitersitzes und als allererstes musst du oben bleiben und dann musst du lernen, diese Bewegung durchzulassen durch den eigenen Körper und irgendwann eventuell, wenn wir in dieses, du bist hier unten und ich bin hier oben und da treffen wir uns, kommen, dann kann ich sogar anfangen mit dem, was aus meinem Sitz kommt, die Bewegung an dich weiterzugeben und dann, wenn das Pferd eine sehr hohe Bewegungskompetenz hat, dann kann das Pferd sogar diese Bewegung nachformen. Ja, und dann geht es ins Tanzen. Ne? Dann geht es wirklich in dieses, was ein Bewegungsstil ist. Dann wird es eigentlich erst schön. Genau. Genau, dann wird es Kunst. Für mich wird es dann wirklich Kunst, wenn wir da hineinwachsen können. Und wenn jetzt aber jemand Trauma erlebt hat und speziell sexuelle Übergriffe, dann ist dieses sich bewegen lassen in der Tiefe von außen Bewegung durch den ganzen Körper durchzulassen, oft gestört ist. Das kann gar nicht anders sein, weil das System ja zutiefst erlebt hat, dass es nicht sicher ist. Und es wirklich eine Art neuronale Blockade dazu gibt, Bewegung aus dem Becken nach oben fließen zu lassen. Ich hatte das tatsächlich nach der Geburt. Ich hatte das nach der Geburt die ersten Male, als ich wieder auf dem Pferd saß, dass ich gemerkt habe, ich kann das Becken gar nicht so öffnen, wie ich das vorher konnte. Ja. Und das lag nicht daran, dass da noch nicht alles verheilt war, sondern ich habe tatsächlich gemerkt, ich kriege eine gewisse Art der Panik auch. Und dann habe ich mir direkt Hilfe dazu geholt und habe eine Kollegin gebeten, mich eine Zeit lang zu begleiten. Und dann war das nach einer Woche gelöst, das Thema. Aber das müssen gar nicht immer diese ganz großen Dinge sein wie sexuelle Gewalt, sondern es kann auch, ja, eine Geburt ist ja eigentlich was Alltägliches. Genau, und trotzdem ist eine Geburt ja etwas, also ein wahnsinniger, natürlicher Prozess. Das ist ja schon, ich nenne das gerne Urgewalt. Also ich habe zwei kleine Töchter und es ist ja eine Art Urgewalt, die einen beherrscht in dem Moment einer Geburt oder einer wirklich Geburtswehe. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und das ist auch meine Erfahrung, dass wir als Frauen ja Geburten ganz ernst nehmen dürfen, also freudig ernst nehmen, aber da passiert halt echt was, das ist da echt irre. Da passiert was mit deinem Nervensystem, das ist unglaublich. Auf allen Ebenen, das ist einfach irre, was da passiert und ich glaube, dass es uns auch verändert und ich finde auch, es darf einen verändern, das muss einen irgendwie auch verändern, weil es so viel macht auf so vielen Ebenen. Und eben auch, das war auch mein Erleben nach den Geburten, als ich wieder aufgestiegen bin, dass ich so ein bisschen mein Becken neu kennenlernen musste und auch diese Erlaubnis der Bewegung durch das Becken wieder nach oben zu kommen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass Geburt ja auch viel damit zu tun hat, die Bewegung sozusagen nach unten durch den Geburtskanal
Und Reiten ist aber ja viel auch im Prinzip Bewegung auch in die andere Richtung, in beide Richtungen zu gehen, ne? In den Körper rein und aus dem Körper wieder raus. Ja. Sag mal, wenn wir bei deinem Beispiel mit dem Supermarkt bleiben, ich habe da nochmal eine Frage. Was ist denn mit Möglichkeit Nummer drei? Was ist denn, wenn ich mir einfach denke, oh Mensch, der arme Kerl, der hat gerade richtig Stress und das vielleicht auch noch kommuniziere und sage, Mann, Sie haben aber gerade, ich lasse Sie gerne vor. Ja, genau. Also dann könnte man jetzt, wenn man das aus der Trauma-Richtung betrachtet, sagen, das könnte schon so ein Fawn, so ein Rickets-Ding sein, dass man so ein bisschen das Bambi-Prinzip nutzt und so ein bisschen nett ist und sagt so, ach, Sie haben, ich glaube, Sie haben es jetzt hier echt eilig. Es kann so aus so einer Ecke kommen. Es kann aber auch sein, wenn ich jetzt vielleicht sogar nichts sage, sondern nur mir das denke und einfach gar nichts tue, dann hat es eher tatsächlich was von einer Erstarrung, also von einem Freeze-Response. Also ich würde sagen, einfach nur in der Schlange stehen bleiben und gefühlt gar nichts tun oder noch so ein bisschen sprachlich das sagen, dann kommt es auch ein bisschen darauf an, wie du das machst. Ne? Es könnte dann auch eine Traumareaktion sein in Richtung Fawn oder Freeze. Es könnte auch sein, dass dein Nervensystem, ne, du hast Zeit, du bist entspannt und du denkst, oh Mann, gibt es unentspannte Leute? Ja, Ist genau, es so denn boah, geht mich auf die nötig? Nerven. So, der hätte doch auch fragen können. Wenn du da mit totaler Gelassenheit stehst, deine Atmung, dein ganzer Körper weich bleibt und du einfach nur so denkst, oh Mann, Ja, manchmal ist genau. die Welt doch ein bisschen irre, dann würde ich sagen, ist es einfach ein Moment, der dich nicht triggert, wo du einfach drüber stehen kannst. Ich glaube, das ist was, was ich mich, womit ich mich bei meinen Pferden die letzten Jahre ganz viel beschäftigt habe. Ne? Wo kommen wir in so eine Resilienzebene, wo Genau. sie einfach sagen können, komm, lass Genau. gut sein. Wir Ja. schaffen wir. So. Ja. Und ich sehe das ja hier in der täglichen Interaktion. Du kannst es ja jetzt nicht sehen, weil die Kamera auf mich richtet, aber ich kann hier die Pferde rechts und links um mich laufen sehen. Und dann sehe ich immer wieder, wie unser Großer, der Leithengst, auch wenn die Kleinen mal irgendwie ein bisschen wild sind oder so, sagt, schaffen Sie. Sie werden, wir haben Sie noch alle groß gekriegt. So. Genau. Ja. Und um diese Gelassenheit aber zu haben, körperlich die auszustrahlen, ne, wirklich authentisch auch sozusagen die auszustrahlen, anderen Menschen gegenüber oder eben den Pferden gegenüber und das auch mental halten zu können, braucht es, glaube ich, tatsächlich so einen ganz gesunden inneren Zustand und einen richtig guten Kontakt zum eigenen Ich und auch so eine Liebe zum eigenen Ich, damit das so gelingen kann. Spannendes Thema, ganz großes, spannendes Thema. Und jetzt haben wir nur über Schocktrauma gesprochen, noch gar nicht über das andere Thema, was du aufgemacht hast, das Bindungstrauma. Magst du da noch mal ein paar Worte zu sagen? Denn das Ja, ist ja, glaube gerne. ich, was, wo wir fast alle, früher oder später kommen wir damit in Berührung. Genau, früher oder später kommen wir damit in Berührung. Wenn wir es selber als Kind nicht erlebt haben, dann wird es im Zweifel spannend, wenn wir selber Eltern werden. Es ist, glaube ich, so, ich glaube, Bindungstraumata, die werden auch Beziehungstraumata genannt oder Entwicklungstraumata. Sind drei Worte für ein und dieselbe Sache. Und ich glaube tatsächlich, dass wir gesellschaftlich da ein Thema haben. Das kommt, glaube ich, einmal daher, dass wir Generationen haben im Moment auf der Welt, die vielleicht, würden wir heute sagen, in einer Art dominanten Erziehungsstil groß geworden sind, wo es also ganz viel darum ging, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, läuft das hier aber nach so und so. Also wo ganz klar auch eine Hierarchie in der Familie war, die vielleicht auch mit Dominanz durchgesetzt worden ist. Also ne, ganz klar, dass die Eltern das Sagen haben und die Kinder haben zu funktionieren. Und alles andere wird eigentlich nicht akzeptiert. Also jeder Widerstand sozusagen wird vielleicht sogar auch bestraft, vielleicht sogar auch mit Gewalt bestraft. Ich glaube, wir haben schon Generationen, die da noch herkommen, die das noch so erlebt haben, dass es ganz viel Schwarz-Weiß gab, ganz viel Dominanz, ganz viel Hierarchie. So. Und gleichzeitig, glaube ich, haben wir natürlich auch ganz viele Eltern noch erlebt in unseren Generationen, die selber vielleicht noch Krieg erlebt haben, die wiederum selber sehr traumatisierte Eltern hatten. Also man muss sich immer vorstellen, wenn Bindungstrauma entsteht, also der Erwachsene das Kind nicht so sein lässt, wie es ist, sondern ihm irgendwie sagt, dass es anders sein soll, weil es irgendwie so falsch ist, dann entsteht eben immer für das Kind ein Zwiespalt zwischen ich bin doch gut so, wie ich bin
so wie Kinder gefühlt erstmal auf die Welt kommen. Ich finde immer so Zweijährige sind dafür ein super Ja. Beispiel. Die sind so, ich bin doch der Herr der Welt. Ich bin doch toll, so wie ich bin. Und mein Ziel als Mutter ist immer, das zu erhalten, Das zu erhalten, das über wäre die Jahre schön. hinweg. Ja, auch wenn Einflüsse von außen kommen, die Kinder so zu stärken, dass sie das weiter so fühlen. Wie so eine Zweijährige, die einfach sagt, ich mache, wozu ich Lust habe und ich habe tolle Ideen. Und vielleicht steht man manchmal daneben und denkt, na ja, irgendwie muss ich es jetzt schon so ein bisschen in ein Fahrwasser bringen, wo es nicht gefährlich wird oder wo es irgendwie kompatibel mit dem Alltag ist. Das gibt's ja schon. Aber eben trotzdem deswegen dem Kind nicht zu vermitteln, dass es eine schlechte Idee ist oder dass es falsch ist, so zu denken. Also das heißt, Bindungstraumata, das bedeutet jetzt nicht, und das ist mir ganz wichtig an der Stelle zu sagen, dass ihr alle eine schlechte Kindheit gehabt haben müsst oder dass deswegen die Beziehung mit euren Eltern schlecht ist oder dass da irgendwas überhaupt vielleicht euch bis heute nur überhaupt bewusst ist. Es könnte aber sein, dass im heutigen Leben es sich widerspiegelt in eben destruktiven Beziehungsmustern, weil das Kind hat letztendlich, sagt man zwar theoretisch, zwei Möglichkeiten in so, im In diesem Bindungstrauma, Konflikt. in diesem Konflikt sich zu verhalten. Entweder es bleibt so, wie es ist und sagt, ich bin super so. Wenn es diese Wahrheit leben will, müsste es ja aber die Eltern verlassen. Es müsste die Genau. Beziehung Du kannst ja nicht als Zweijähriger mit deinem Koffer ausziehen. Das so, geht nicht, genau, ne? das geht ja nicht. Das Ja. heißt, eigentlich hat das Kind diese Möglichkeit nicht, zum Eigenschutz irgendwie einen Cut zu machen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und Klar. das, was die Kinder machen, um für sich das überhaupt lebbar zu machen, und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie stark ist das zu Hause ausgeprägt, ne? Unter welchem Druck steht das Kind, wird das Kind in den eigenen Rückzug gehen. Es wird für sich irgendwann, damit es auch nicht zu sehr in einen Konflikt mit den Eltern emotional gerät, die Wahrheit der Eltern als universelle Wahrheit annehmen und die eigene verleugnen und unterdrücken. Und das kann dazu führen, wenn man als Kind so geprägt worden ist, dass man nicht so viel so sein durfte, wie man war, sondern es war immer ein bisschen laut. Ach, du machst dich immer so viel dreckig, musst du so viel kleckern. Es sind so kleine Sachen, es sind eben nicht diese großen Sachen immer, sondern es kann schon sein, dass ne, die Eltern irgendwie zu bestimmten Tätigkeiten gesagt haben, ah, das lernst du nicht, du hast zwei linke Hände. Also Sachen, die man vielleicht auch so unbedacht Menschen vielleicht auch mal so sagen oder vielleicht sogar lustig meinen oder ja, aber beim Kind, Oh ja, Spaß machen auf Kosten des Kindes, da kann ich ja, da werde ich ja, immer sehr, großes Thema, ne? Und es gibt aber Generationen, normal. da war das so normal, ne? Da Da war war das nicht Kaffee besser, aber trinken es in war der normal. Familie mit Großeltern und dann wurde eine Runde Spaß gemacht. Genau, So, ja. und die Kinder wurden vielleicht auch in glaube ich, schon so ein bisschen wie vorgeführt. Ja, und ich glaube, es ist wichtig zu sagen, das war ja in der Regel keine böse Absicht, Nein, genau das sondern ist das das nennt Thema. man ja auch den Tanz der Generationen. Ne? Richtig, Man gibt ja immer so richtig. ein bisschen was davon weiter, was man Ja. selber mit auf den Teller bekommen hat. Und auch da müssen es ja gar nicht die großen Sachen sein. Wir haben uns vorhin, als wir uns noch im Vorgespräch waren, schon darüber unterhalten, dass meine Tochter gerade im Moment keine Lust hat, in den Kindergarten zu gehen, zum Beispiel. Ja. Oder was heißt keine Lust hat? Kindergarten an sich findet sie gut, aber die Trennung von der Mama ist ganz schwierig für sie. Und jetzt ganz ehrlich, ich finde, eine Zweijährige muss das auch gar nicht. Ne? Genau. So, Ja. also da werden jetzt irgendwie 50 Jahre Kindergartentradition nicht das, was in der DNA verankert ist und unsere Überlebensmechanismen überschreiben können. Das ist nicht möglich. Und ich finde, das ist ganz wichtig, wenn wir die Möglichkeit haben. Das geht ja Genau. leider nicht jedem so, aber wenn wir Absolut. die Möglichkeit haben und ich habe die Möglichkeit, dann auch zu sagen, da kann ich mich drum kümmern, ne? Da kann ich Ja. jetzt mich direkt drum kümmern. Das muss sie nicht mitnehmen, bis sie 30 ist. Genau, ich feiere dich dafür, für diese Entscheidung. Dankeschön. Ich Auch das finde das gerade. super. Ja, und sie wird gute Gründe haben. Ihr System wird gute Gründe haben. Und vielleicht kann sie die irgendwann kommunizieren oder du kommst dem irgendwie anders auf die Schliche, was es ist. Ob es irgendwas Erklärbares ist, doch eine Erzieherin oder eine Struktur. Oder vielleicht schmeckt nur das Essen nicht oder irgendein Junge ist im Moment irgendwie so, dass sie das nicht mag. Kinder können ja auch, es kann ja sehr sprunghaft manchmal auch sein und
deren Erleben in dem Moment ist aber eben, das ist deren Wahrheit. Ja, das ist deren Wahrheit, ja. Das ist deren Wahrheit. Und ihnen diese Wahrheit auszureden, würde Bindungstrauma letztendlich verursachen, wenn man es so ganz kritisch betrachtet. Ja, und das Kind versteht ja nicht, dass die Mami jetzt wirklich einen Podcast aufnehmen muss, sondern das Kind versteht, die Mama will mich nicht. Genau, in dem Alter, ne, mit 2, das verstehen die nicht, ganz genau. Und später verstehen sie das und dann muss man, denke ich, dann auch ins Gespräch kommen und sagen, okay, irgendwie das Leben auf der Welt läuft nach doch das bestimmten läuft halt Strukturen. So, genau. Und manche Dinge müssen, auch wenn sie keinen Spaß machen, so ein bisschen wie Zähne putzen oder so. Ja? Müssen wir halt, genau. Müssen wir halt, ganz genau. Aber ich glaube, dass gerade bei kleinen Kindern wir ganz, ganz Gutes tun, wirklich immer wieder auch aufs Nervensystem zu achten und zu gucken, dass die Kleinen nicht überdrehen, auch im Sinne von Input. Also wirklich dies weniger ist mehr und dem freien Spiel und der Kreativität Raum geben. Da sprichst du ja schon das nächste große Thema an und das ist die Selbstregulierung. Ne? Ja, ganz genau. Und den Kindern, da im Endeffekt schon zu Hause ist. Ja. Ja, und sie auch da bestätigen. Und ihnen das nicht ausreden, dass es doch eine schöne Sache ist, dass man jetzt noch extra zum Tanzen fährt. Oder ich habe das Gefühl, so in meinem Umfeld, dass die Kinder einen sehr vollen Terminplan haben. Genauso wie wir auch. Und wir auch. Wir leben das letztendlich auch schon so ein bisschen vor. Mhm. Und dass ich als Mutter immer wieder versuche, schon bei meinen Kindern darauf zu achten, dass sie fühlen dürfen, wenn was viel ist. Sie dürfen es äußern, sie dürfen es fühlen. Und wir handeln hier auch danach. Und manchmal sorgt das durchaus für Irritationen. Ich habe im Vorgespräch eben schon gesagt, ich werde dann zur Löwenmama, weil manchmal irritiert man damit Menschen im Umfeld, wenn das Umfeld auch nicht so daran gewöhnt ist, dass man eben wirklich die Kinder das auch da mal so äußern und bestimmen lässt. Und meine große Tochter ist da ganz gut drin, gut für sich zu sorgen, das gut zu fühlen und sich auch ernst zu nehmen in diesen Dingen. Und zu sagen, nee, weißt du, heute muss ich ausruhen. In der Schule war heute so eine komische Stimmung. Heute muss ich ausruhen. Kannst du meine Verabredung absagen? Wow. Okay, dann rufe ich mal an und sage, hat nichts das mit dem... Das ist bald. Das ist super. Ich feiere sie dafür. Und es gibt hier eine sehr offene Kommunikation in diese Richtung. Aber ich habe mir natürlich da auch schon... also bin damit auch schon ganz schön angeeckt, wenn ich dann Sachen absage. Und aber das dürfen wir auch. Genau, ja. Mut zur Lücke. Mut zur Lücke, genau. Mut zur Lücke, ganz klar. Und ich freue mich immer sehr, wenn ich sehen kann, wie einfach das Nervensystem sich dann auch reguliert und sie auch dabei zu beobachten, wie sie dann so für sich sorgt. Und wenn sie von mir noch was braucht, dann holt sie sich auch, was sie noch braucht von mir. Oder sie macht es sich irgendwie mit sich dann so nett und dann ist sie auch nach ein paar Stunden wieder erholt und zugänglich und man kann richtig spüren, wie ihr Nervensystem wieder bereit ist für Input. Das ist auch ein ganz großes Thema, ne? Auch wenn wir dann wieder zurückgehen auf das Thema Reitersitz, über das wir uns eigentlich unterhalten. Wir erleben das ja ganz oft, dass gerade in dem Moment, in dem wir auf dem Pferd sitzen, da mag ein kleiner Challenge zukommen, wie ich galoppiere jetzt an, oder auch irgendwas funktioniert nicht so richtig, ne? Das Krüppelherein funktioniert schon wieder nicht so richtig. Und wie oft funktioniert die Selbstregulation dann eben nicht mehr gut und der Reiter wird ungerecht, benutzt doch den Sporn oder die Gerte oder ich weiß nicht was. Und eigentlich ist das eine mangelnde Selbstregulation und hat gar nichts mehr mit dem Krüppelherein-Problem zu tun. Ganz genau, genau. Und ich glaube immer, umso mehr unser inneres Fass auch gefüllt ist, umso schlechter ist noch Selbstregulation. Für mich ist immer, wenn das Fass, so bei jedem ist ja das Fass gefüllt, kein Fass ist leer, mit alten Sachen, mit Dingen, die so jeden Tag passieren. Und für mich ist wirklich das, was Resilienz ist und ist diese Kapazität im Fass, die noch frei ist, bevor es überläuft. Bevor es überläuft, genau. Dass man sagt, wie viel kann denn noch rein, bevor die Lage kippt? Ja. Ja, und deswegen in meiner Arbeit geht es immer ganz viel darum zu gucken, wie kann ich denn den Füllstand des Fasses generell runterbringen, damit ich mehr Schwingkapazitäten habe, damit auch mal was stressig sein darf und mal schwierig, aber ich hab andere Kapazitäten, dem zu begegnen, weil dann kann wirklich Selbstregulation greifen und wir können in Gelassenheit gehen und kommen in ein Loslassen. In Kopf und in Körper. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen, um ein guter Reiter zu sein.
Schön. Das ist auch so dieses Phänomen, nun bin ich ja Reitlehrerin, das ist auch so, das ist so dieses Phänomen, ich höre immer von meinen Schülern, als ich alleine war, als ich alleine geübt habe, da hat das alles richtig gut geklappt. Und soll ich mal sagen, ich glaube denen das sogar. Ja. Denn das ist genau dieses, ne, da ist der Worry Cup schon voll und dann kommen die in den Unterricht und dann wollen sie mir zeigen, dass sie gut gearbeitet haben und dass sie gut geübt haben. Und dann ist der Stressfaktor einfach so hoch, dass das fast überfließt. Und Genau. ich fühle da immer so ganz viel Empathie und Mitgefühl, weil ich kenne das noch so gut von mir selber, von früher. Und einfach sagen kann, Mensch, du, also eigentlich bist du hier gar nicht, um mir was zu zeigen, sondern eigentlich wollen wir zusammen was erarbeiten oder was lernen. Und das ist doch eine gute Sache. Wenn es jetzt nicht klappt, dann kann ich dir viel besser helfen, als wenn alles Genau. Ja, so genau. fließt, ne? Und das Ja. hat aber ja viel auch damit zu tun, sich zu zeigen. Sich zu zeigen. Und das ge geht wieder zurück auf die Frage, ist es sicher, ich zu sein? Ich zu sein, ja. Ist Und es dann sicher, sind wir ich zu wieder bei diesen sein? tieferen Themen. Und das habe ich in meiner Arbeit irgendwann gespürt, dass Sitzschulung letztendlich so viel mehr ist. Deswegen heißt mein Podcast ja auch Sitzkunst. Weil ich denke, es ist echt eine Kunst, auf dem Pferd zu sitzen. Und genauso wie Kunst ein wahnsinnig kreativer Prozess ist, der ganz viele Schichten hat, so ist, glaube ich, auch das Sitzen, Lernen auf dem Pferd ein ganz tiefer Prozess, der wirklich das Innerste nach außen bringt, im besten Im Fall. besten Falle, genau. Ja. Magst du vielleicht noch, ich mag übrigens dieses Bild, was du im Hintergrund stehen hast, Ja. unheimlich gerne. Ich finde das total schön. Magst du vielleicht noch ein paar Worte da, zu deiner Arbeit erzählen und sagen, wie, wenn dann jemand zu dir kommt, wie gehst du daran? Wie arbeitest du mit den Leuten? Das kommt ein bisschen darauf an, wie jemand zu mir kommt. Ich habe ja verschiedene Online-Programme, ja, die immer eine Mischung sind aus einem fertigen Kursbereich, der durchgearbeitet werden kann, und Live-Calls in Zoom, wo wir als Gruppe dann gucken, und Q&A-Calls und einer Facebook-Gruppe. Das heißt, es gibt da ganz viel Austausch und ja, aufgehoben sein, weil ich glaube, dass ein ganz großer Teil von Trauma auch durch Verbindung und Kommunikation mit anderen Menschen aufgelöst werden kann. Gerade Bindungstrauma braucht andere Menschen. Es braucht das Erfahren im Hier und Jetzt. Ich darf so sein, wie ich bin. Und ich werde geliebt, ich werde gemocht. Menschen verstehen, was ich sage. Es braucht sozusagen diese immer wiederkehrende Erfahrung, ist es sicher, ich zu sein. Und das ist total schön, tatsächlich auch in Online-Programmen, weil es da ja immer auch eine Gruppe gibt, die sich dann untereinander stützt und fängt. Ich arbeite aber auch im 1:1 und ich arbeite mit neurozentrierter Körperarbeit. Das heißt, es geht immer darum, einmal zu gucken, wo steht jemand? Wo steht jemand körperlich, mental, emotional? Wo hole ich ihn ab? Wo müssen wir starten? Und da gucken wir in tiefere Schichten, wirklich der Geschichte. Und ich arbeite unter anderem mit dem TRE, also dem Tension and Trauma Releasing Exercises. Das ist eine Körperarbeit aus Amerika, die mit einem neuronalen Zittermechanismus arbeitet, um diese Schockstarre aus dem System zu lösen. Und ich arbeite mit vielen anderen Methoden, unter anderem eben auch mit neurozentrierter Körperarbeit. Und das kann wirklich bedeuten, dass im Rahmen von Schock, Trauma und Stress das Gehirn aufgehört hat, optimal zu arbeiten, oder bestimmte Gehirnbereiche mehr arbeiten als andere, Als andere. die zum Beispiel immer wieder Kopfkino kreieren oder so, ja, die in diesem Überlebensmodus funktionieren. Und wir wollen aber ja das Gehirn im Prinzip in einen ruhigen Zustand bringen, das Nervensystem, damit dann die Gehirnbereiche gut arbeiten, die zum Beispiel für Bewegungsplanung zuständig sind. Ganz wichtig als Reiter, ja, für Koordination. Ich arbeite tatsächlich auch richtig mit unterschiedlichen Gehirnbereichen. Also man kann Gehirnbereiche auf ihre Funktionalität testen. Also im Kleinhirn kann man, was für Bewegungsplanung und für Interpretation von Informationen zuständig ist, kann man testen, wie gut das funktioniert. Und wenn jemand dann auffällig ist, also ein Defizit in dem Kleinhirn sichtbar wird, dann kann man wirklich direkt mit Übungen das Kleinhirn aktiver machen. Cool. So. Und dann hat natürlich jemand sozusagen wie innen drin eine andere Grundlage, auf der er arbeiten kann. Weil ein anderes Problem, was wir, glaube ich, in der Reiterei manchmal haben, dass wir sehr output-basiert trainieren. Wir üben, wir üben, wir üben, und wir haben das Gefühl, irgendwann, Übung macht den Meister.
Aber wenn man das jetzt neuronal betrachtet, ist ja Üben nur das Output. Das ist ja am Ende das, was passiert. Ich sage dazu mal ganz ein Beispiel wie aus dem Kochen. Ein Gericht kann nur so gut schmecken, wie die Grundzutaten sind. Die Grundzutaten beim Reiten ist das, was ich sensorisch empfange, was meine Sinnesorgane mir liefern. Umso mehr ich eben fühlen kann, ja, umso besser ich gucken kann beim Springreiten, also umso besser die Information ist, die mein Auge meinem Gehirn liefert, zu wo ist der Sprung? Wo ist der Absprung? Muss ich noch zureiten oder reite ich jetzt lieber ein bisschen langsamer? Ja? Nur dann kann das Gehirn ja einen guten Bewegungsplan machen. Der Koch kann nur kochen, wenn er ausreichend Zutaten hat, ihm nichts fehlt und er im Zweifel wirklich auch eine gute, schöne Qualität hat. Dann kann er gut arbeiten. Und so ist es neuronal bei uns beim Reiten genauso. Wir brauchen guten Input, damit es eine gute Interpretation, eine gute Planung im Gehirn geben kann, eine gute Verarbeitung, damit dann der Output gut sein kann. Das heißt, ich arbeite also aus Neurosicht, aber auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Erstmal zu gucken, was hält denjenigen vielleicht noch ab von dem, wo er sein möchte. Ja, wo ist noch vielleicht Stress oder Trauma im System, sodass das System gar nicht richtig arbeiten kann, weil es einfach noch blockiert ist, weil das Nervensystem eigentlich die ganze Zeit sagt, ich habe Annahmeschluss, ich habe Annahmeschluss, ich schränke alles ein, ich schränke die Beweglichkeit ein, die Bewegungskompetenz, das Gleichgewicht. Ich will, dass dieserjenige nur überlebt, aber eigentlich alles andere ist mir egal. Das heißt, da muss man manchmal dann ein bisschen Vorarbeit machen, um dann wirklich auch vielleicht mit neurozentriertem Training in die Optimierung zu gehen der Gehirnbereiche, die wirklich beim Reiten aktiv genutzt werden. Das heißt, um es kurz und knackig zu sagen, wenn du mit mir arbeitest, dann brauche ich gar kein Pferd mitbringen, Nein. sondern du machst im Endeffekt die Grundlagenarbeit, Ja. damit wir dann mit einer guten Basis aufs Pferd steigen können Ganz und genau. auch offen für die Arbeit sind und auch Ja. offen für meinen Partner Pferd sind. Ganz genau. Ganz genau. Wunderbar. Julika, sag uns doch bitte einmal noch, wenn jetzt jemand mit her, du bist beim Summit dabei? Du Ja. stellst deine Arbeit auch nochmal im Summit vor. Da gibt es auch dann nochmal die Links zu deiner Website. Aber wir würden dich auch gerne in den Shownotes verlinken. Sehr gut, das finde ich schön. Ihr findet mich auf meiner Webseite www.julika-valentina.de. Ich habe auch einen Podcast, der heißt Sitzkunst, Reiten mit Kopf und Körper. Und ihr findet mich überall auf YouTube, Instagram und Facebook. Wunderbar. Das verlinken wir gerne. Und dann sage ich für heute erstmal vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ich dir. freue mich, wenn wir uns irgendwann wiedersehen und das Thema weiter fortsetzen können oder wenn wir im Herbst vielleicht zusammen ein Webinar machen können zu dem Thema. Und dann sehen wir uns nächste Woche zum Summit. Ja, freue mich schon. Ich Vielen mich Dank. auch. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.